Darf ich vorstellen, das ist Henna. Henna ist eine echte Jagdhündin und damit willkommen im Tigerentenclub. Henna gehört nämlich zur Försterin Ann-Sophie. Wir wollen heute mit Ann-Sophie über den Wald sprechen. Was passiert im Herbst eigentlich im Wald? Und was macht eigentlich eine Försterin? Das sind unsere Themen heute und jetzt geht's in die Spielarena. Es gibt nämlich logisch, Henna, auch noch das Duell Tigerenten gegen Frösche. Tigerentenclub mit Günther Kastenfrosch, Club DJ Max und hier sind Jess und Johannes. Hallöchen Leute, willkommen im Tigerentenclub. Du siehst so schön aus, Günther. Was bist du denn, Tänzerin? Eine Tennisspielerin, Entschuldigung. Ja, eben. Willkommen zum großen Familienbattle. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben einiges vorbereitet. Wir spielen Meerwasserschwamm. Wir unterstützen zwei mega coole Projekte. Und wir spielen unser brandneues Spiel Songsalat. Und wir haben die besten Tigerenten und die besten Frösche heute am Start. Und ich fange mal an mit den Fröschen. Das sind sie. Hanna und Helene sind ein richtig cooles Duo. Sie sind mega sportlich, hüpfen gerne rum. Und ihr großes Hobby, das ist Fußballspielen. Ganz egal, ob Tischkickern oder draußen auf dem Fußballplatz. Das macht ihnen richtig viel Spaß. Sie sind sehr gerne draußen. Aber eins ist wichtig, Hauptsache zusammen. Und hier sind die beiden, live und in Farbe. Hier sind Helene und Hanna. Willkommen ihr beiden, willkommen im Tigerentenclub. Hi Helene, check, check. Hi. Hello Hanna. Wie geht's euch heute? Sehr gut. Wie ist die Laune, Helene? Gut. Richtig gut. Und ihr habt uns zwei ganz wichtige Menschen aus eurem Leben mitgebracht, nämlich Mama und Papa. Hallo zu euch in den VIP-Raum. Kurze Stimmungsabfrage, wie ist die Laune bei euch? Super. Sehr gut. Genau so muss das sein. Das sind also die Frösche und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Tigerenten. Wen hast denn du am Start? Kannst du auch. Pass mal auf. Das sind meine Tigerenten. Hallo, wir sind Hanna und Carla. Und Hanna und Carla sind mega sportlich. Ob im Schwimmbad, da geben sie alles, aber nicht nur da. Auch in der Jumpinghalle wird gerockt und musikalisch sind sie auch noch. Bei denen steht fest, sie wollen hoch hinaus. Zusammen sind wir unschlagbar. Na, das hoffe ich doch ganz stark. Darf ich vorstellen, meine Tigerenten hier sind Hanna und Carla. Hallöchen Nils, willkommen im Tigerentenclub. Guten Tag im Team Tigerente. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo Hanna. Und mitgebracht haben sie zwei, die heute auf jeden Fall richtig fest die ganze Zeit die Daumen drücken, eure Eltern. Hallo Mama, hallo Papa. Hallo. Hallo. Wie sieht's bei euch aus, ihr beiden? Seid ihr hochmotiviert und werdet ihr uns die ganze Zeit anfeuern? Super, auf natürlich. Jeden Fall. Wir zählen heute auf euch beide, dass ihr uns unterstützt und Daumen drückt. Jetzt zu euch, Hanna, Carla. Was macht euch denn zu zwei super tollen Schwestern? Immer wenn schwierige Situationen sind, dann halten wir immer zusammen. Ah, das ist super cool. Und Carla, was würdest du sagen, warum ist Hanna die coolste Schwester der Welt? Sie macht mit mir viel, sie geht mit mir in die Stadt und hat mir auch richtig viele Gutscheine geschenkt. Genau. Was heißt denn Gutscheine geschenkt? Also ich habe einen Spielegutschein, wo sie mit mir was spielen muss. Ich habe einen Essensgutschein, wo sie mit mir essen geht oder was bestellt oder was das bekocht. Ist ja super. Ja. Aber Carla, du hast doch einen ganz besonderen Berufswunsch. Was möchtest du später mal werden? Ich möchte Polizeireiterin werden. Die haben immer gut den Überblick, oder? Genau. Das gilt auch heute für uns. Überblick behalten und Notbremsen abstauben. Meine Frösche sind auf jeden Fall richtig cool. Ihr beiden macht gerne Sport zusammen. Ein großes Hobby von euch ist Tennis spielen. Und guckt euch mal Günther an, der hat sich extra für euch schick gemacht heute als Tennisspielerin. Günther hat einen großen Traum, würde so gerne Roger Federer treffen, aber er kann noch nicht so gut Tennis spielen. Deshalb vielleicht, Helene, kannst du ihm mal zeigen, wie macht man eine richtige Vorhand, wie macht man eine Rückhand? Günther, jetzt musst du gut aufpassen. Erklär mal, was du machst. Also zuerst musst du ja am besten an die Ausgangsposition, dann gehst du nach hinten, holst aus und dann geht er wieder hier hoch. So Günther, jetzt du? Sieht gut aus, ne? Und Rückhand? Rückhand, da holst du genauso aus, dann schlägst und gehst oben wieder hoch. Gib mal den Schläger an Günther, dann probiert das mal. So, was hast du gelernt, Günther?
Ja. Das ja. ist die Günterhand. Ja, das ist die Günterhand. Die haben wir neu erfunden. Also wir sind richtig gut aufgestellt, ja, Johannes. Echt? Leute, jetzt haben wir alle genug gequatscht. Die Jagd auf die Notbremsen kann beginnen. Das ja. heißt für Helena und Carla, ihr zieht euch um, denn wir kommen zum Team. Check. Und so schnell geht's. Helene und Carla sind umgezogen und haben diese coolen Helme mit dem Schwamm auf dem Kopf an. Und diese Helme müssen jetzt in diese Wassereimer getunkt werden. Mein Tipp ist, ganz tief reintunken und dann wird losgewatschelt. Genau, watschel, 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 watschel. Watschel, watschel, watschel. Bis zu euren Türen hier. Da müsst ihr ganz fest eure Schwämme auspressen, damit das ganze Wasser hier unten in diese Eimer läuft. Dann nehmen wir diese Eimer, wenn die Zeit um ist, und zwar 60 Sekunden, und hängen die Eimer an die Waage der Wahrheit. Und die zeigt uns dann, welches Team hat mehr Wasser gesammelt. Und das bekommt dann die Notbremse. Genau, seid ihr bereit? Es geht los in 3, 2, 1, go! Los, Carla, los! Und los, los! Ja, schön! Helena, dein ganzes Schön, Team 3! Schön, Team 3! Super gemacht! Ja, richtig, rein, rein, ja! Und weiter, weiter, weiter! Weiter! Los, los, los! Und zurück! Los! Ja, sehr gut, Carla, das war richtig gut! Los, 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 rein! Rein, weiter, weiter! Sehr gut, sehr gut! Schnell, schnell, schnell! Und wieder zurück, und wieder zurück! Ja, wir kommen schnell! Carla, du machst das super! Schön, Team 3! Ja! Los, 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 los! Wir haben noch 25 Sekunden. Weiter, super. Und die letzten 10 Sekunden laufen. Los, 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 sieht super aus, Carla. Komm, du schaffst noch einmal. Einmal noch schneller, los, los. Und vorbei. Stopp, 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 stopp. Beide haben vollen Einsatz gezeigt. Dafür auf jeden Fall schon mal Respekt. So, komm, wir nehmen die Eimer. Oh Mann. Okay. Bist du soweit? Oh, das ist knapp, glaube ich. Aber Achtung. Die Notbremse geht dank Carla an die Tigerente. Der Eimer ist voll, würde ich sagen. Wahnsinn. Das war unser Teamcheck. Meerwasserschwamm. Das nenne ich vollen Einsatz, aber die verdiente Notbremse an die Tigerenten. Wir spielen heute natürlich um den ersten Platz, um den goldenen Tigerentenpokal, aber nicht nur. Wir spielen auch um ein Preisgeld für ein Kinderhilfsprojekt, und zwar von Herzenssache vom SWR und SR. Und die Tigerenten und die Frösche haben sich schöne Projekte ausgesucht, die sie damit unterstützen möchten. Welches Projekt ist es bei den Fröschen? Ab in die Kinderküche. Ein super cooles Projekt. Das Projekt kommt aus Neustadt, einem Stadtteil in Mainz. Und es geht darum, dass dort eben viele Familien nah an der Armutsgrenze leben. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Ernährung. Und das Kinderhaus Blauer Elefant möchte deshalb das Ernährungsbewusstsein ein bisschen spielerisch fördern und vor allem zeigen, dass gesunde Ernährung nicht viele Zutaten braucht und vor allem auch gar nicht viel kostet. Also, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass wir 400 oder 600 Euro abstauben. Ein ganz, ganz tolles Projekt der Frösche, aber auch wir. Die Tigerenten haben ein super Projekt. Wie heißt das denn? Jedem Kind sein Fahrrad. Jedem Kind sein Fahrrad, und dafür gehen wir in den Altstadtteil nach Saarbrücken. Dort leben etwa 1000 Kinder unter 14 Jahren. Das Problem ist, bei vielen von ihnen liegt das Einkommen der Eltern nur knapp über der Armutsgrenze. Und mit dem Geld werden Fahrräder gespendet und eine Werkstatt unterstützt, die Fahrradkurse für Kinder geben. Das die beiden Projekte unserer Teams von der SWR und SR Herzenssache. Damit wir natürlich Kohle bekommen, brauchen wir Notbremsen, und die gibt's jetzt. Wir spielen Froschhüpfen, und von den Fröschen tritt Hanna an. Und von den Tigerenten tritt ebenfalls Hanna an. Also ab mit euch auf die Felder, dann erklären wir euch gleich die Spielregeln. Vorher wollen wir ein bisschen quatschen. Hanna, du hast ein großes Vorbild. Wer ist das denn? Pamela Reif. Pamela Reif. Was findest du an ihr so cool? Also ihre Workouts an sich, und dass sie bei ihren Workouts keine Pausen macht. Also, weil bei vielen anderen Workout-Videos machen die immer zwischen den Übungen irgendwie 20 Sekunden Pause oder so, und das nervt. Weil die anstrengend sind. Ja, aber 10 Minuten am Tag schafft man. Die ziehst du immer durch? Ja. Was machst du da für Workouts? Ausdauer, Bauchmuskeln. Guck mal, Günther kann Squats. Günther ist direkt am Squats machen. Und was ist das jetzt hier?
Burpees. Das ist ein Burpee tatsächlich. Pamela Reif wäre stolz auf dich. Also wir Tiergärten sind bereit fürs Froschschüpfen. Sehr gut. Hanna, du hast auch einen coolen Berufswunsch. Was möchtest du mal werden? Anwältin. Welche Anwältin denn? Eher Rechtsanwältin oder Staatsanwältin? Rechtsanwältin. Okay, also du möchtest andere Leute vertreten vor Gericht und das Gutes rausholen für sie. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes Gerechtigkeitsempfinden. Okay, also es soll immer gut ausgehen, ne? Jetzt braucht ihr beiden erstmal Glück für das Froschhüpfen. Dann geht mal bitte hinter eure Felder und dann gibt euch der Computer eure allererste Hüpfreihenfolge. Ab mit euch in die Mitte. Und loshüpfen in 3, 2, 1, go. Das sah ordentlich aus. Hanna, wie ist dein Gefühl? Gut. Noch entspannt, ne? Wir schauen mal nach, ob das, der Computer das genauso sieht. 1, 2, 3. Sehr gut. Und Hanna, bei den Tiergärten auch easy, oder? Ja. Das ist dein Ergebnis? Richtig, sehr gut. Okay, machen wir weiter mit 5 Feldern. Hier ist eure Hüpfreihenfolge. Ab in die Mitte mit euch. Und wir starten in 3, 2, 1, go. Dann gucken wir uns das Ergebnis mal an und Carla und ich zählen mit. 1, 2, 3, 4, 5 richtig, super. Okay, Hanna, wir müssen nachziehen, aber ich glaube, das sah sehr gut aus. Wir schauen mal nach. 2, 3, 4, 5 Sehr gut. Dann kommen wir zum allerletzten Level. Wir wollen gar nicht lange quatschen. Achtung, ihr beiden, hier kommen eure 10 Felder. Und schnell in die Mitte. Es geht los in 3, 2, 1, go. Lieber Computer, wie viele Felder haben wir richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nicht dein Ernst! 10 Felder! Was? 10 Felder! Das ist ja mega gut. Ich gehe zu Helene chillen. Hanna, hier kommt dein Ergebnis. 1, 2, 3, 4, 5, super, 6, 7. Oh nein, 7 ist auch so gut. Oh. Aber 10 ist ein kleines bisschen besser. Stimmt. Diese Notbremse geht an die Frösche. Richtig gut gemacht. Yes. Jess hat völlig recht, mehr als 10 Felder geht nicht. Also Notbremse für die Frösche. Wir sind zurück im Clubraum und wahrscheinlich habt ihr es längst mitbekommen. Es wird viel früher dunkel, es ist Herbst. Das heißt, auch der Wald verändert sein Gesicht. Er verliert die Blätter werden bunter. Und wenn man so spazieren geht, dann raschelt es schön unter den Füßen. Wir wollen heute mit unserem Gast über den Herbst sprechen, über den Wald im Herbst. Und zwar mit Försterin Ann-Sophie. Die Blätter werden rot, es ist neblig und knackig kühl. Der Herbst ist schon längst da. Hier im Sohnwald kann man ihn richtig spüren. Ann-Sophie war hier 2 Jahre lang die Försterin und ihr Revier riesengroß. Über 1500 Hektar. Das sind mehr als 2100 Fußballfelder. Und auf das alles musste sie aufpassen. Ann-Sophie bringt uns den Herbstwald mitten ins Studio. Und ihre Hündin Henne hat sie auch mitgebracht. Hier ist für euch Försterin Ann-Sophie. Hallöchen, guten Morgen. Hallo. Henne, du darfst rauskommen. Willkommen im Tiergärten. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Hallo Ann-Sophie, schön, dass du da bist. Hi.
Macht's euch bequem. Wir haben schon hier alles vorbereitet. Decke und Knochen für dich, Henna. Auch du. Fühl dich wohl im Tiergärtenclub. Ann-Sophie, schön, dass du da bist. Du bist Försterin. Du hast jahrelang ein wahnsinnig großes Revier betreut. Was begeistert dich denn so am Beruf der Försterin? Ich finde es richtig schön, dass man eben viel draußen ist, viel in der Natur lebt, die Jahreszeiten ganz hautnah miterlebt. Genau, das macht mir großen Spaß. Jetzt hast du Henna als echte Jagdhündin. Muss denn jeder Förster und jede Försterin einen Hund haben? Also es haben viele Förster und Försterinnen haben einen Hund. Man muss sie nicht unbedingt haben. Aber wir gehen ja oft auch zur Jagd und da ist so ein Hund eben auch ganz nützlich. Wie wird man eigentlich Försterin? Macht man da einen Jagdschein und fertig oder wie läuft das? Nee, also der Jagdschein gehört zwar auch dazu, aber eigentlich das Wichtige ist, man geht erstmal studieren. Also man studiert Forstwirtschaft oder Forstwissenschaften 3 Jahre lang und wenn man das dann erfolgreich geschafft hat, dann geht man noch in den Anwärterdienst. Das heißt, da läuft man noch mal 1 Jahr mit einem Förster oder einer Försterin, die das schon ganz lange macht. Die zeigen einem das dann noch mal so richtig in der Praxis, weil vorher in der Uni, da lernt man dann eher die Theorie und dann lernt man eben die Praxis und macht dann noch mal eine Prüfung. Jetzt haben wir gesehen, du bist wahnsinnig viel im Wald unterwegs, aber wieso braucht der Wald denn eigentlich eine Försterin? Also an den Wald werden ja ganz unterschiedliche Ansprüche gestellt. Also der ist ja für ganz viele Dinge wichtig. Also da kommt zum Beispiel Holz raus, womit wir dann Möbel und Häuser bauen. Aber der ist auch ganz wichtig für die Artenvielfalt. Also ganz viele verschiedene Tiere, Insekten leben dort und wir müssen das alles unter einen Hut bringen. Aktuell kämpft natürlich die ganze Welt und auch ihr im Wald gegen das Thema Klimawandel. Du hast uns diese Rinde mitgebracht. An der können wir sehen, wie der Klimawandel auch den Wald trifft. Woran erkennen wir das denn? Ja, wenn wir da mal reingucken. Also es ist eine Fichtenrinde. Und wenn wir da reingucken, dann können wir hier so Fraßbilder sehen. Also das sind Borkenkäfer. Ja. Und die fressen sich rein. Und normalerweise würde der Baum dann Harz ausbilden und somit den Käfer abwehren. Aber wenn es so trocken ist, dann kann er das nicht gut machen. Und dann bohrt er sich rein, setzt seine Eier hier rein und dann die Larven fressen sich hier durch. Und dadurch geht die Rinde kaputt und dann stirbt der Baum ab, weil die braucht er zum Leben. Und dadurch, dass es so warm ist, kann sich der Käfer noch viel schneller vermehren und der Baum sich eben viel schlechter wehren und dann sterben ganz viele ab. Und dadurch werden die Bäume einfach weniger durch den Klimawandel, weil es dadurch, wenn ich dich richtig verstehe, mehr von diesen Käfern gibt. Genau. Also eine echte Herausforderung, die ihr da im Wald bewältigen müsst. Ansonsten hast du wahnsinnig viel zu tun im Wald. Dein Job der Försterin ist sehr, sehr vielseitig und wir gucken uns mal an, was Ann-Sophie so den ganzen Tag im Wald treibt. Denn unter anderem habt ihr eine Klimastation eingerichtet. Das sehen wir jetzt hier. Was macht ihr denn mit dieser Klimastation? In dieser Klimastation, da gucken wir, wie viel es regnet, wie der Wind ist, wie die Temperatur ist. Genau, das wird da kontrolliert, um auch zu gucken, ob es da Änderungen gibt oder ob sich da irgendwas genau besonders ist. Und was ihr auch tut, ihr pflanzt neue Bäume an, sehen wir hier. Warum macht ihr das und was sind das für Bäume? Also da zum Beispiel sind es gerade Douglasien, die pflanzen wir teilweise, aber eben auch andere Bäume, weil wir jetzt eben auf diesen Flächen, da sieht man gerade eine, wo eben vorher Fichten standen, die dann abgestorben sind. Und damit da in Zukunft viele verschiedene Baumarten wachsen, pflanzen wir die da. Und großes Thema auch, ihr geht auf die Jagd. Ja. Warum geht ihr jagen? Also der Wald ist auch Lebensraum für viele Tiere. Und da muss man aber halt so ein bisschen das Gleichgewicht halten, weil die Tiere sich eben von den jungen Bäumen vor allem ernähren. Und damit die wachsen können und die Tiere auch genug Lebensraum haben, deswegen gehen wir zur Jagd. Jetzt ist dein Job wahnsinnig vielseitig. Auf der einen Seite kümmerst du dich um die Natur, du willst die Wälder schützen. Auf der anderen Seite brauchen wir Holz für Papier, um Häuser zu bauen. Das muss man irgendwie unter einen Hut bekommen. Wie machst du das? Naja, also wir kontrollieren zum Beispiel oder wir sind da ganz genau, gucken, wie viel Holz wächst nach. Also wie viel dürfen wir überhaupt rausnehmen und ist immer noch genug Wald da. Wir legen manche Bäume still quasi, also wir markieren die und sagen so, ey, das sind Bäume, da leben ganz viele Tiere dran, die sind total wichtig für die Artenvielfalt, die markieren wir, die sollen niemals gefällt werden. Das bedeutet stilllegen. Stilllegen heißt nicht gefällt werden. Okay. Genau, also die sollen auf jeden Fall stehen bleiben. Wir nennen die Habitatbäume, genau. Und und dann gucken wir halt noch, welche Bäume können denn vielleicht entnommen werden, damit man möglichst hochwertiges Holz hinterher erhält, wo man eben toll Möbel und Häuser draus bauen kann. Gab es denn so einen Moment in deiner Försterinnenkarriere, an den du dich besonders erinnerst? Vielleicht einen Moment, in dem du ein besonderes Tier mal getroffen hast, wo du wirklich innehalten musstest und diesen Moment so genossen hast? Ja, als ich zum Beispiel zum ersten Mal Rotwild, also Hirsche, gesehen habe bei der Brunft, das ist total beeindruckend, weil die ja auch echt... Ja, richtig laut mit einer tiefen Stimme rufen. Ich finde es aber auch als Försterin, wenn ich auszeichne, also wenn ich markiere, welche Bäume entnommen werden, wenn man da irgendwie mit alten Bäumen
unterwegs ist es auch total beeindruckend, wenn man sich denkt, boah, der Baum, der steht ja jetzt schon 120 Jahre und jetzt komme ich hier und markiere den und sage, der soll rausgenommen werden. Also da hat man auch so ein bisschen Ehrfurcht. Das verstehe ich. Es ist ein sehr, sehr spannender Beruf, ein sehr, sehr wichtiger Beruf. Und jetzt geht's weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Wir melden uns wieder aus der Spielearena. Die Tigerenten spielen gegen die Frösche und jetzt spielen wir Stabkralle. Dazu müssen diese schönen Tigerentchen und diese Frösche über diese Linie gezogen werden. Und das geht mit so einem Maßband. Und so ein Maßband wird für uns, wartet mal, zack, wird zur Stabkralle. Das heißt, man muss sich so ein Entchen schnappen, dann auf den Knopf drücken. Oh, naja. Und über die Linie ziehen. Ich bin mir sicher, unsere Teams machen das besser als ich. Genau, die Hand muss dabei hinter der grünen bzw. hinter der gelben Linie sein. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt schon mal an eure Tische herantreten. Wie ihr euch aufteilt, wer wie viele Enten oder Frösche zieht, das könnt ihr entscheiden. Hallo. Seid ihr soweit? Dann starten wir in 3, 2, 1, go! Auf geht's! Du musst da nichts sagen. Hanna, du bleibst schön ruhig. Nein. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich kann nicht hingucken. Locker bleiben, locker bleiben. Und jetzt? Ran damit. Und ziehst du zurück. Sehr gut, weiter geht's, weiter geht's. Kleiner Vorsprung jetzt bei den Tigern. Weiter, Carla. Super. Schön in Ruhe rein und dann ziehst du zurück. Carla, super. Super, Carla. Weitermachen, weitermachen. Mit den Händen bitte hinter der Linie bleiben. Hinter der Linie. Dann hinter der Linie ist es weg. Jetzt ist Hanna auch dran. Ja. Hier weiter geht's, komm schon. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Tigerenten haben eine Tigerente mehr aktuell, aber die Frösche sind dran. Jetzt. Oh. Weitermachen, Hanna. Weiter. Andere Seite. Oh. Perfekt. Weiter, Leute, weiter. Komm. Bravo. Und zieh. Oh, jeweils noch eine Figur bei jedem. Los, komm, Hanna. Bitte. Hanna, mach das super. Vorbei. Vorbei. Das bedeutet, die Tiger waren ein kleines bisschen schneller. Notbremse für die Tigerenten. Beide Teams starten ordentlich in dieses Spiel. Startkralle. Bei Hanna sind kleine Startschwierigkeiten. Da haut einmal das Maßband ab. Carla startet direkt mit ein, zwei Tigerenten. Dann ziehen die Frösche nach. Und am Ende wird es nochmal richtig eng. Am Ende aber Notbremse für die Tigerenten. Man nehme ein bekanntes Lied, zerhackt es. Und was kommt raus? Das neue Spiel von DJ Max. Der Songsalat, aber wie funktioniert der genau? Ja, ich habe ganz tolle Musik mitgebracht. Das einzige Problem, das wir jetzt hätten, der Song, der ist komplett durcheinander geraten. Eure Aufgabe wäre es, den Song in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das macht ihr mit den Buzzern, die ihr da auf dem Pult findet. Ihr drückt auf die Buzzer, hört dann immer so Ausschnitte aus dem Song. Und wer es schneller schafft, den Song in die richtige Reihenfolge zu bringen, der bekommt die Notbremse. Die Frösche fangen jetzt an. Ihr könnt schon mal an euer Pult rangehen. Und das heißt aber für uns Tigerenten, Kopfhörer aufziehen, wir dürfen nicht lauschen. Wir stoppen natürlich eure Zeit, die muss nachher von den Tigerenten geschlagen werden. Aber für euch erstmal volle Konzentration, Helene und Hanna. Eure Zeit startet jetzt. Die ganze Welt voller Abenteuer. Ich will so viel, das geht hinterleben. Es gibt schon das 24 Stände. Ich will jedes davon sehen. 6,5. Nein, 6,5. Mach die zwei noch. Ja, los. Mach. Ja. Gibt's halt einmal Nein. für mich. 6,5. Ja, das dauert dann. Ich versuch sie zu verstehen. Mach los. Es gibt 194 Stände. Ich will jedes davon sehen. 6,5 Sprachen. Ich versuch sie zu verstehen. Aber dich, Baby, dich, nur dich. Will so viel, wie es geht, erleben. Immer wieder von vorne anfangen. Es gibt 194 Stände, ich will jedes davon sehen. 6,500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Will so viel, wie es geht, erleben. So knapp. Es gibt 194 Stände, ich will jedes davon sehen. 6,500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voller Yes, ja. Richtig gut. Es gibt 194 Stunden,
Mensch will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voller Abenteuer will so viel das geht erleben. Gibt's halt einmal für mich. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, noch einmal, kommt jetzt schon. Komm, komm, komm. Es gibt 194 Sender, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voller Abenteuer. Achtung, bitte. Super gut. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal. Ja! Jawohl! Okay, wir haben 2:07. Gar nicht so einfach, der Songsalat. Aber die Zeit müssen die erstmal knacken. Tigerenten, bitte runternehmen. 2:07 für euch. Bitte geht an die Buzzer. Und wenn ihr an den Buzzern steht, läuft eure Zeit und zwar ab jetzt. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Geht's halt einmal für mich. Will so viel wie es geht erleben. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. Aber dich, Baby, dich, nur dich. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voller Abenteuer. Das klingt sehr gut. Will so viel wie es geht erleben. Ja! Aber dich, wow. Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für oh, mich. Mega gut! Das war richtig schnell. 1:20 hättet ihr noch gehabt. Das heißt, diese Notbremse geht an die Tigerenten. Unser neues Spiel ist Songsalat. Marc Forster wäre stolz. Notbremse für die Tigerenten. Und wir sind zurück im Clubraum bei Jagdhündin Henna und Försterin Ann-Sophie. Wir wollen ein bisschen was von dir lernen über den Wald und über die Bäume. Wir haben hier zwei Äste. Einmal einen Ast von einem Laubbaum und von einem Nadelbaum. Warum verändert der Laubbaum im Herbst denn seine Farbe bzw. die Blätter? Ja, also das, was das Blatt grün macht, ist das Chlorophyll. Ja. Und der Laubbaum zieht das im Herbst dann raus aus seinen Blättern, zurück in einen Ast und wirft die Blätter ab, weil die ansonsten platzen würden, wenn es friert. Also das Wasser, das wird dann größer und dann würden die Zellen platzen. Und der Nadelbaum, der hat so eine Art Frostschutzmittel mit drin und damit kann er sich wieder schützen und deswegen kann er die Nadeln im Winter behalten. Ah, deswegen verliert er die Nadeln nicht. Genau. Jetzt produzieren diese Blätter ja Sauerstoff im Winter, beziehungsweise im Herbst, aber die Blätter gehen ja verloren, die fallen ja ab. Heißt das, dass im Herbst auch weniger Sauerstoff produziert wird? Ja, also wenn die abgefallen sind im Winter, haben wir ganz, ganz bisschen weniger Sauerstoff. Der Baum braucht ja auch Sonnenlicht, um Sauerstoff zu produzieren. Nachts ist es auch ein ganz, ganz klein bisschen weniger. Aber dadurch, dass ja auf der ganzen Welt unterschiedlich auch Sommer und Winter ist, gleicht sich das wieder aus. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir Wald auf der ganzen Welt schützen. Genau, also wir merken das nicht. Ann-Sophie, vielen, vielen Dank fürs Erste. Und das Tolle ist, du hast uns auch mitgenommen auf einen kleinen Spaziergang durch dein Revier. Das war ein wunderschöner Nachmittag. Wir haben jede Menge unterschiedlicher Bäume gesehen. Abgeholzte, ganz, ganz kleine und ganz, ganz große. Richtig schön schmuddeliges Herbstwetter im Sohnwald. Wir machen einen Spaziergang durch Ann-Sophies altes Revier. Die Cousinen Nele und Liv begleiten uns. Wir sehen gefällte Bäume, große und kleine. Wenn du im Herbst im Wald bist, was findest du so schön daran? Ich mag das total gerne, wenn das Laub bunt wird, wenn man so diese Veränderung ganz doll sieht. Die Natur kommt so ein bisschen zur Ruhe. Für die Förster geht die Arbeit richtig los, weil man eben gut in die Baumkronen angucken kann, wenn das Laub runter ist. Und dann wird auch viel Holz gefällt. Guck mal, hier wurden Bäume gefällt. Ich fange jetzt mal an. Weißt du, woran man sehen kann, wie alt der Baum war? Jeder Ring ist ein Jahr alt. Und woran erkennt man das dann eigentlich, wenn die Bäume nicht gefällt sind? Wenn die Bäume noch leben, dann kann man das zum einen nachgucken. Also wir dokumentieren das immer. Wir haben einen ganz dicken Ordner, jeder Förster. Und da kann er gucken, wann die Bäume gepflanzt wurden. Und man kann das auch an der Höhe messen. Was heißen eigentlich die ganzen Graffitis auf den Baumstämmen? Gute Frage. Also zum Beispiel die 115a, die da draufsteht, das ist die Abteilung, wo das Holz gefällt wurde.
Und wie man auch eine Adresse hat, hat halt jeder Ort im Wald hat so eine Nummer. Und das ist die eine Nummer, das ist die 115a. Und dann steht noch daneben, wie viel Holz das ist. Also da steht 9,15 Raummeter und Raummeter ist eine Einheit für Holz. Rein in den Herbstwald. Ann-Sophie zeigt uns ganz viele unterschiedliche Bäume. Das hier sind Buchen, die kommen aus Deutschland. Aber hier gibt es auch Bäume aus Amerika. Das sind ja wahnsinnig große Bäume hier. Was sind das denn für welche? Das hier sind Douglasien. Douglasien sind was für Bäume auch? Nadelbäume oder? Douglasien sind auch Nadelbäume. Die kommen ursprünglich aus Amerika und wachsen hier aber auch sehr gut. Die Douglasien, die kann man auch an ihren Nadeln erkennen. Die haben nämlich einen ganz besonderen Geruch. Willst du mal dran reiben? Ja. Und, wonach riechen die? Nach Orange. Nach Orange, ne? Riecht man das so intensiv? Ja. Ja. Oh, tatsächlich. Orange, aber auch so ein bisschen nach Zitrone, oder? Ja. Warum riechen die denn so? In den Nadeln von der Douglasie sind ätherische Öle drin. Und wenn man dann dran reibt, setzt man die frei und dann kann man die riechen. Von einem großen Baum kommen wir zu ganz kleinen. Hier wächst nämlich der Wald der Zukunft. Was ist die Aufgabe an Sophie? Also, hier sind irgendwo ganz kleine Bäume. Ganz viele eigentlich sogar schon. Man sieht die nur manchmal nicht so ganz zwischen dem Gras. Diese kleine Eiche hier wurde von Förstern gepflanzt. Und das passiert vor allem im Herbst, bei genau diesem Ekelwetter. Und das Ganze geht nur im Herbst, weil ich meine, es ist natürlich schon ungemütlich, ist schon kalt, irgendwie es regnet. Gibt ja auch schönere Zeiten dafür. Ja, also man hat auch früher viel im Frühjahr und man macht das auch immer noch, dass man im Frühjahr auch pflanzt. Aber im Winter haben wir eben ganz viel Regen und durch die Trockenheit der letzten Jahre, da sind dann viele Bäume ausgefallen, die im Frühjahr gepflanzt wurden. Und die im Herbst gepflanzt wurden, die haben dann halt schon mal den Regen und können auch schon mal so ein bisschen Wurzeln ausbilden. Und wenn es im Frühjahr losgeht, sind die dann voll dabei. Das regnerische Schmuddelwetter im Herbst ist für den Wald also auch echt wichtig, damit hier irgendwann wieder viele starke Bäume stehen. Irgendwann sollen da die Bäume stehen. Ann-Sophie, wie lange wird es dauern, bis diese Wiese wieder zum richtigen Wald wird? Naja, bis man da wirklich irgendwie, wenn man vorsteht und direkt denkt, ah, ein Wald, dauert das schon so 20 Jahre. 20 Jahre mindestens, bis die Bäume dann richtig gewachsen sind? Genau. Und was würdest du sagen, wie viele Bäume pflanzt ihr an, wie viele Bäume wachsen von selbst? Jetzt prozentual kann ich das gerade gar nicht so genau sagen, aber wir versuchen immer, dass die Bäume sich möglichst natürlich verjüngen. Mhm. Also dass die Samen, die runterfallen, dass die eben keimen und dass sie dann direkt wieder aus der Natur quasi wachsen. Jetzt habe ich von dir gelernt, ihr pflanzt vor allem Eichen. Warum Eichen? Auf diesen Freiflächen, wo jetzt vorher diese Fichten standen, die jetzt ganz viel absterben, da kann man zum Beispiel keine Buchen hinpflanzen, weil die Buche, die braucht ganz doll so einen Schutz von alten Bäumen. Und die Eichen, die kommen damit eigentlich ganz gut zurecht. Das ist eine sogenannte Lichtbaumart. Das heißt, das sind Bäume, die eben sowieso viel Licht brauchen und die auch nicht ganz so empfindlich sind. Und trotzdem braucht man am Ende dann Mischwälder, also Wälder, die aus verschiedenen Baumarten oder Sorten besteht. Absolut. Da, wo wir waren, haben wir ja auch immer nur in so kleinen Kreisen gepflanzt. Also wir bepflanzen nicht die ganze Fläche, sondern wir machen immer, also im Abstand machen wir kleine Kreise und dazwischen, da kann sich dann die Natur wieder ansamen und da wachsen dann andere Bäume. Ihr arbeitet mit der Natur zusammen. Absolut. Ann-Sophie, vielen Dank für deine Antworten. Gleich werden wir dir noch mehr Fragen stellen und zwar direkt aus unserem Live-Chat. Ihr habt uns nämlich Fragen geschickt. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's aber weiter mit dem Wissquiz. Wir sind immer noch in der Spielearena und jetzt wird Wissquiz gespielt. Das heißt, unsere Teams beantworten Quizfragen aus verschiedenen Kategorien und jedes Team hat einen wunderbaren Joker. Der beste Joker der Welt. Absolut. Denn das ist der Eltern-Joker. Hallo liebe Eltern, ihr seid jetzt gleich gefragt und am Start hoffentlich. Den dürft ihr einmal einsetzen, aber es ist, wie es ist, das, was die Eltern sagen, loggen wir ein und das müssen wir auch nehmen. Ansonsten gibt es ganz, ganz verschiedene Kategorien. Die Frösche werden anfangen und für euch werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Kategorien heute. Das wären Federn, Erdkunde, Essen, Göttersagen, Fell und Physik. Aha. Wir lassen gleich den Zufallsgenerator laufen. Ihr könnt buzzern und dann kommt eure Frage dazu. Also, Zufallsgenerator ab, bitte. Was wollen wir? Wir können nicht. Physik. Ich sehe schon große Freude in euren Gesichtern, Hannah und Helene. Wie sieht es mit Physik aus bei euch? Mittelmäßig. Aber ich glaube, es wird ein richtig cooles Experiment aus unserem Wissquiz-Labor.
Ja, herzlich willkommen in diesem Labor. Heute geht es bei uns um Luftballons. Mit denen kann man ja eine ganze Menge Unsinn treiben. Und heute habe ich folgendes Experiment vor. Man braucht dafür natürlich einen Luftballon, und zwar einen aufgeblasenen. Knoten rein. Das ist gar nicht so einfach. Aber das war noch nicht das Experiment. Jetzt kommt nämlich eine weitere Zutat, nämlich Klebeband. Das klebe ich hier drauf. Und ich brauche noch so eine Nadel. Meine Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich diese Nadel hier an die Stelle mit dem Klebeband reinstecke und sie danach wieder rausziehe? Das wollen wir jetzt von euch wissen. Was passiert, wenn man die Nadel in die abgeklebte Stelle reinsticht und dann herauszieht? Dann A. Platzt der Ballon, B. Entweicht Luft oder C. passiert nichts. Ihr könnt gerne laut sprechen, weil die Frage gehört nur euch. Was kommt euch in den Kopf? Also der Ballon platzt nicht. Ja, weil ich glaube, das dauert. Also ich glaube, das platzt nicht auf einmal. Also wenn, dann entwischt die Luft es. Ihr seid ja ein Team, deshalb müsst ihr euch einig sein. Ich würde sagen B. Nichts passiert. Ja, das würde ich auch sagen. Erstes Bauchgefühl. Weil das nichts passiert, kann ja eigentlich nicht sein. Kann schon. Ja, ich glaube B. B. Ja? Soll ich B. das nehmen? Ja. Okay. Dann loggen wir Antwort B ein und Philipp wird uns das jetzt vormachen. Dann probieren wir das Ganze doch einfach mal aus. Jeder von euch wird wahrscheinlich sagen, wenn ich den Ballon hier ansteche, dann platzt der, ist ja klar, kennt man. An dieser Stelle ist der Ballon verstärkt durch das Klebeband. Hier ist also die Spannung von der Ballonhaut weggenommen. Und wenn ich hier reinsteche, platzt der Ballon nicht. Und wenn ich die Nadel wieder rausziehe, entweicht Luft, weil diese Stelle verstärkt ist. Hier oben würde er platzen. Das war's für dieses Mal aus dem WissQuiz-Labor. Bis nächste Woche. Die Antwort ist richtig. B, die Luft entweicht. Erster Punkt für die Frösche. Dann geht's weiter mit den Tigerenten und euer Zufallsgenerator läuft ab jetzt. Und eure Frage dreht sich um Feder. Wir sehen jetzt gleich einen spannenden Kampf um knappe Vorräte im Winter. Im Winter müssen viele Tiere mit wenig Nahrung auskommen. Doch der Eichelherr hat vorgesorgt, als die Eicheln im Herbst von den Bäumen gefallen sind. Er hat Vorräte angelegt. Erstaunlich viele Orte kann er sich sogar merken. Hier muss was sein. Ja, da ist ein Versteck. Doch da ist noch einer, der gerne mitessen möchte. Und das macht er auch energisch klar. Aber der Eichelherr hat eine Idee. Mit einem Warnruf täuscht er Gefahr vor. Das vertreibt den schwarz-weiß-roten Vogel. Und das ist die Frage. Wie heißt er? Ein Vogel ist gesucht. Hier kommt eure Frage. Wie heißt der schwarz-weiß-rote Vogel, der die Eicheln klauen wollte? Ist das A, der Buntspecht, B, die Elster oder C, ein Eisvogel? Eisvogel. Das ist ja oder ein Buntspecht. Also Elster nicht. Ja, das ist draußen. Also entweder auch oder C. Aber weil der, weißt du, der war da an diesem Baum. Ja. Buntspecht oder Eisvogel? Ich würde Buntspecht. Ja. Okay, wir nehmen A. A. Wir loggen A ein. Buntspecht. Vom Papa gab's schon mal den Daumen nach oben. Also, die Elstern sind schwarz und weiß. Der Eisvogel ist bunt, der mag vor allem gerne Fische und im Film, euer Papa hat recht, logisch, war der Buntspecht. Punkt für die Tigerenten. Gleichstand aktuell. Und jetzt kommt die nächste Frage für die Frösche. Zufallsgenerator ab, bitte. Götter sagen ist eure Kategorie und hier ist euer Film dazu. Das ist die Poseidon und gleich wird's nass! Den Namen hat die Wildwasserbahn vom griechischen Gott des Meeres, Poseidon. Er herrscht in der griechischen Mythologie über das gesamte Wasserreich. Stadt. Im antiken Tempel durch die verfallene antike Stadt Troja. Und ab geht's in wilde griechische Gewässer. Die Poseidon ist eine Wasserachterbahn.
also eine Mischung aus Achterbahn und Wasserfahrt. Im Sommer eine echt coole Erfrischung. So macht uns der griechische Gott des Meeres richtig Spaß. Super! Ob Poseidon in seinem Meer auch so gewütet hat? Die Bahn ist der Hammer! Ja, aber unsere Frage fehlt noch. Von euch wollen wir wissen, welche Waffe das Wahrzeichen vom griechischen Meeresgott Poseidon ist. Vielen Dank an unsere Kinderreporter Philippa und Oskar. Das sah nach richtig viel Spaß aus bei euch. So, aber vor lauter Spaß kommen wir jetzt mal kurz zurück zu der Frage. Die lautete nämlich, was führt der Meeresgott Poseidon mit sich? A. Pfeil und Bogen. B. Flügelschuhe. Oder C. einen Dreizack. Dreizack. Boah. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Helene, was denkst du? Wenn Hannah das sagt. Keinen Elternjoker einsetzen? Dann loggen wir C, Dreizack ein. Also der Pfeil und Bogen, der gehört zu der Göttin der Jagd, Artemis. Die Flügelschuhe gehören zu Hermes und zu Poseidon gehört natürlich der Dreizack. Richtig, gut aufgepasst. Es bleibt weiter spannend im Wiss-Quiz. Wir kommen zu den Tigerenten. Zufallsgenerator ab. Hier ist die Frage. Vor dem Winter ist ein Bär immer hungrig. Er frisst fast alles, was ihm vor die Schnauze kommt. Auch beim Fischen setzt er seine großen Pranken geschickt ein. Diese Krallen lassen nichts entkommen, was sie einmal erwischt haben. Auch Pilze, Beeren, Würmer und Insekten verschwinden im Bärenbauch, damit er vor dem Winter eine dicke Fettschicht ansetzt. Denn die meisten Bären ziehen sich im Winter in gemütliche Höhlen zurück. Und das ist die Frage. Was ist das für eine Winterpause? Ein sehr hungriger Bär, der auch mal eine Pause braucht. Und genau darum geht's bei eurer Frage. Was für eine Winterpause machen Bären? Machen sie A. Winterruhe, B. Winterschlaf oder C. Winterstarre? B. B. Winterschlaf? Ja. Da seid ihr euch sicher? Ja. Warum? Weil es komisch. Das andere ist komisch. Ja. Wir hätten den Elternjoker noch, aber okay, es wird kein Elternjoker gezogen. Dann loggen wir ein B, Winterschlaf. Also in Winterstarre, da verfallen wechselwarme Tiere, wie zum Beispiel Frösche oder Eidechsen. Winterschläfer, die senken ihre Körpertemperatur, einfach um Energie zu sparen. Fledermäuse machen das so. Und Bären, die behalten aber ihre Temperatur und zehren vom Speck und ruhen nur. Deswegen A, Winterruhe. Weiter geht's mit der nächsten Frage für die Frösche. Zufallsgenerator ab, bitte. Erdkunde ist es geworden und wir machen jetzt einen Ausflug zusammen. In den Hochtälern der indischen Ladakh-Region ist die Landwirtschaft weitestgehend auf Schmelzwasser angewiesen. Im Sommer speist es die Bergbäche. Der Boden ist fruchtbar, aber es regnet nur selten. Das Gebiet gehört zum höchsten Gebirge der Welt. Ein indischer Ingenieur hatte die Idee, im Herbst, wenn es noch genug Schmelzwasser gibt, solche Eiskegel als Wasserspeicher anzulegen. Das Wasser wird auf einem Fleck senkrecht in die Höhe versprüht. Wenn der Wassernebel gefriert, bildet er einen Eiskegel. Aus einem kleinen Tunnel im Inneren wird dann eine Wasserleitung im gefrierenden Wasser immer weiter nach oben geschoben. In der Frühjahrssonne beginnt er zu schmelzen und speist den kleinen Bergbach, der die Felder bewässert. Und da ist die Frage: Wie heißt das höchste Gebirge der Welt? Sehr schöne Bilder, total beeindruckend. Aber kommt ihr auf die Lösung folgender Frage? Wie heißt das höchste Gebirge der Welt? A. Anden, B. Alpen oder C. Himalaya? Habt ihr eine Idee? Kennt ihr euch gut aus? Habt ihr das in der Schule vielleicht schon mal gehabt? Ich würde Himalaya vermuten, aber ich würde den Elternjoker nehmen. Den habt ihr auch noch. Wollt ihr den Elternjoker ziehen? Ja. Ja. Die Eltern sind auch begeistert, dürfen wir den ziehen, liebe Eltern. Okay, dann fragen wir euch direkt mal. Habt ihr eine Idee? Was ist die richtige Antwort? Anden, Alpen oder Himalaya?
Die Hanna hatte recht, es ist das Himalaya. Das gute Bauchgefühl, Hanna. Okay, wir loggen ein, was eure Eltern gesagt haben, Himalaya. Und das höchste Gebirge der Welt liegt in Asien und heißt Himalaya. Richtige Antwort. Danke, liebe Eltern. Und damit sind wir nicht mehr einzuholen. Nein, das Ding ist, selbst wenn wir die Frage richtig beantworten, ihr führt 3-1. Das heißt, diese Notbremse geht an die Frösche. Das war unser Wiss-Quiz und damit sind wir zurück im Clubraum und kommen zu euren Fragen, die ihr an Sophie gestellt habt und vor allem Henna. Vielen, vielen Dank für eure Fragen und an Sophie, ich muss sagen, Henna ist der absolute Star. Es gibt jede Frage zu ihr. Wie alt ist Henna und seit wann hast du sie? Henna ist 5 Jahre alt und ich habe sie, seitdem sie 8 Wochen alt ist. Also da habe ich selbst noch studiert, war ich am Ende von meinem Studium und da ist sie dann zu mir gekommen. Und die Frage von Emmy, ganz wichtig, was ist Henna für eine Hunderasse? Henna ist ein deutscher Wachtelhund. Das sind Jagdhunde, die auch nur an Leute mit Jagdschein abgegeben werden. Genau, und die man auch dann ausbilden muss. Die müssen auch eine Prüfung extra machen. Genau. Und ihr beide seid ein echt gutes Team, oder? Meistens klappt es ganz gut. Sieht auf jeden Fall so aus. So, dann steigen wir ein in die Fragen zu deinem Beruf. Nikolaus fragt, darf ich mir im Wald die Zweige für den Adventskranz holen und lose Äste und Wurzeln mitnehmen? Also, es ist so, wenn man im Wald Sachen mitnehmen möchte, also entweder eben Äste, Blumen oder auch, man kann ja auch Beeren sammeln oder Pilze, dann gibt es so eine Regel und das ist die Handstrauß-Regel. Okay. Die steht im Naturschutzgesetz, dass man so einen Handstrauß für sich selber eben mitnehmen darf. Und beim Essen ist es auch so, dass man quasi so eine Portion für sich selber, das darf man mitnehmen. Aber man soll halt nicht ganz viel und auch nicht so einen riesigen Handstrauß, sondern halt eher einen kleinen Handstrauß. Also wenn ich Beeren sammle und Pilze, eine kleine Menge ist okay, aber eben nicht den Riesentopf. Genau. Okay, damit so jeder auch was davon hat im Grunde, genau, oder? Teilen ist wichtig. Also, dann eine Frage von Sascha. Hast du dich mal in dem Riesenwald verlaufen? Als ich angefangen habe, im Wald auf jeden Fall. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Das ist ein bisschen so, wenn man in eine neue Stadt zieht und dann will man irgendwo hingehen und man hat irgendwie keine Karte dabei und hat sich das nur so grob gemerkt, ja, dann verläuft man sich ja auch mal. Und so ist das im Grunde auch, wenn man in so einen Wald kommt. Da hat ja, wir haben immer so Nummern und Wege, ja, und man weiß es schon grob, aber da muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Eine gute Frage von Malipo 10. Wir haben ja von dir erfahren, der Wald ist, der braucht unsere Hilfe. Wir müssen irgendwie alle mitmachen. Wie können wir denn persönlich dem Wald in diesen schwierigen Zeiten helfen? Was kann jeder von uns machen? Also was halt wichtig ist, glaube ich, dass man den Wald auch gut kennenlernt und dann, dass man ihn genau eben zu schätzen weiß und weiß, wie wichtig er ist. Und wenn man dann sich weiter engagieren möchte, kann man auch an Forstämtern fragen. Die haben oft auch Aktionen, wo Leute mit pflanzen können oder mit pflegen können. Und da kann man sich dann einbringen. Dann eine wichtige Frage von Sonja, die passt dazu. Hast du schon mal im Wald illegal abgelagerten Müll entdeckt? Ja, leider schon. Also ich habe einmal, waren das bestimmt 20 oder 30 Autoreifen, die einfach am Wegesrand abgeladen wurden. Da muss jemand echt nachts mit dem Anhänger gekommen sein und ganz gezielt dann da seine wirklich Reifen hingelegt haben. Okay, richtige doofe Geschichte. Ja. Eine Frage von Laika. Kümmerst du dich auch oder hilfst den Tieren beim Überwintern? Ja, also wir lassen ja zum Beispiel auch Holz im Wald liegen, also auch richtig große Baumstämme. Die werden dann irgendwann hohl und dann können da Wildkatzen drin überwintern oder eben auch Igel oder andere Tiere. Und vielleicht noch eine kurze Frage mit einer kurzen Antwort, mit der Bitte um eine kurze Antwort von Josef. Wieso müssen so viele Bäume gefällt werden? Also wir fällen immer nur so viele Bäume, wie auch der Wald nachwächst, aber das liegt eben, wir fällen sie, weil wir den Rohstoff Holz brauchen, um eben zu bauen oder für Papier, genau. Deswegen fallen wir. Vielen, vielen Dank für deine Antworten und vor allem euch zu Hause. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Da sind so viele super Fragen dabei. Und natürlich gibt es Ann-Sophie auch nochmal auf unserem Instagram-Account des Tigerettenclubs. Klickt euch da gerne rein. Jetzt geht's um die letzten Notbremsen. Dieser Ball ist im Quergang super wichtig, denn damit müssen unsere Kegel umgehauen werden. Das Ding ist, das hier ist erst das Finale. Genau, und dafür brauchen unsere Kandidatinnen natürlich nochmal richtig Power, weil die ganzen Kegel müssen umfallen und davor haben sie den ganzen Quergang bewältigt. Also, unsere 2 Teamplayer stehen vorne bei DJ Max. Alle klar bei euch? Ich glaube schon. Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, sind 4 Daumen, im allerbesten Fall nach oben. Ich schau mal bei den Fröschen. 2 Daumen nach oben. Na, zögernd? Jetzt aber. Und die Tigerenten? Auch Daumen? Sind alle bereit. Es geht los in 3, 2, 1 und go! Turbostark bei den Tigerenten. Das geht richtig flott hier unter dem Gitter vorbei. Aber die Frösche holen auf. Super Tempo, was beide vorlegen. Rein in den Tunnel. Oh, ist das super spannend.
fast Kopf an Kopf. Die Tiger enden mit so einem leichten Vorsprung über das H durch das D. Und jetzt geht's durch die Tür durch. Hinter der Tür wartet unser Bürostuhlrennen. Komm schnell. Und ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Tiger sind im Vorsprung. Sehr gut, Carla. Helene, gib Gas. Komm schon. Schneller. Große Schritte. Komm. Carla, Helene, schnapp den gleichen Ball und komm los. Auf die Brücke. Komm schon, Helene. Komm schnell. Du schaffst es noch. Komm. Einfach alle weiter. Alle Kegel umhauen. Einfach weiter. Und jetzt. Oh, der sitzt gut. Volle Power jetzt. Ganz dolle werfen. Komm, mach. Ein Kegel steht noch. Und vorbei! Wow. Mega krass, Carla, das war richtig gut. Und diese Notbremse geht an Carla und die Tiger. Klasse! Das war unser Rennen durch den Quälgang. Carla von Anfang an einen Vorsprung und das macht sich bezahlt beim Kegeln. Die Kegel fallen wie eine Eins. Willkommen im Hochseilgarten. Jetzt geht es um die allerletzte Notbremse. Hanna von den Fröschen steht schon bereit und auf sie wartet ein super cooler Parcours. Da seht ihr ihn. Es geht zuerst über die wackelige Hängebrücke. Dann geht es weiter mit Anlauf den Tarzansprung auf die andere Seite. Und dann kommt der eigentlich schwere Parcours. Das sind die Wackelsäulen. Da muss man ordentlich Balance halten. Und hier braucht man Kraft im Spinnennetz. Wir sind uns aber ganz, ganz sicher, Hanna wird das rocken. Und dann geht's auch noch um die Zeit. Wir brauchen eine echt schnelle Zeit. Denn nur, wenn die Tigerenten uns in dieser Zeit nicht schlagen können, bekommen wir diese Notbremse. Deshalb, Hanna, einfach nur Vollgas geben. Wir glauben an dich. Geht's dir gut da oben? Ja. Okay. Viel Spaß. So entspannt. Jetzt geht's aber los für dich. In 3, in 2, 1, go! Wow, was ist denn da los? Und weiter, komm schon, weiter. Also, jetzt geht's rund. Das nenne ich einen Raketenstart. Einfach weiter, komm schon, einfach weiter. Balanciere dich aus. Hier muss man jetzt ein bisschen langsamer machen, weil es fängt alles total an zu wackeln. Aber Hanna macht das richtig gut. Oh, guck mal. Da siehst du sofort, das bringt Geschwindigkeit. Ich flipp aus. Komm schon, das schaffst du. Okay, und halt dich gut fest und direkt jetzt weiter. Jetzt bin ich gerade richtige Hanna-Fan. Wie sie den Hochseilgarten einfach mal jetzt, Teile. Nee, das ist wirklich total gut. Das ist wirklich total, total gut. Und jetzt komm, großer Sprung rein da. Komm, gib alles. Und weiter, komm, ab zur Glocke, Hanna. Komm. Genau so weitermachen. Zieh durch. Die Turnerin, herrlich. Weiter geht's, komm zieh schon. Zieh durch. Und sie geht rüber, ab an die Glocke. Schnell an die Glocke. Ja, stopp. Wow. Ey. Das war richtig schnell. Das, Hanna, kann ich dir sagen, war ein richtig krass guter Lauf. Hanna hat eine Zeit vorgelegt von 59 Sekunden. Nee. Unter eine Minute. Hanna, mega gemacht. Mega guter Lauf, den Hanna da hatte. Aber die Tigeretten können mit Carla jetzt nachlegen. Stimmt. Diese Zeit gilt es zu schlagen. Carla, wir drücken dir alle Daumen. Für dich geht es los in 3, 2, 1, go! Go, Carla, go! Oh, guck mal, sie macht gleich große Schritte. Sie macht's genauso wie Hanna. Ich flippe aus, richtig gut. Wie schnell die da immer rüberkommen, das ist doch unfassbar. Guck dir das an, ein kleiner Zwischenschritt und sofort ist sie drüben. Krass, einmal über Kreuz gestiegen. Oh mein Gott, ist Carla sportlich. Bam, ja, wenn der Fuß nicht will, dann macht es der Arm. Ich flipp aus. Boah, sind die schnell. Und weiter, Carla. Du bist super in der Zeit. Oh mein Gott, Carla, das gibt's gar nicht. Guck mal, wie sie abgeht. Ja, sie ist brutal. Ihr sind beide so super Kletterin. Das ist der Wahnsinn. Dieser Kreuzschritt, der spart natürlich Zeit. Boah, ist das schnell. Das ist technisch auch gut, was sie macht. Das macht sie technisch auch gut. Das wird jetzt eine krass knappe Kiste. Die letzten Sekunden laufen. Zieh durch. Oh mein. Zieh durch, die letzten Sekunden laufen. Komm schon ran an die. Vorbei. Oh nein. Das war aber knapp. Mein Gott. Es war tatsächlich ein Unterschied von einer Sekunde. War Hanna schneller. Wahnsinn. Boah, aber beide, hey, das muss man mal sagen, beide hätten mit diesen Läufen, wir würden in 8 von 10 Sendungen definitiv die Notbremse gewinnen. Boah. Aber jetzt geht die Notbremse an die Frösche. Was für zwei Leute. Boah.
Carla und Hannah rocken unseren Hochseilgarten. Es war am Ende diese eine Sekunde, die den Unterschied ausmacht. Aktuell führen die Tigerenten mit 4:3. Jetzt heißt es für euch zu Hause Daumen drücken. Wir kommen zum großen Finale, dem wilden Ritt auf der Tigerente. Wir haben uns gerade erst erholt von diesem Battle im Klettergarten und jetzt kommt die Entscheidung, das große Finale, der wilde Ritt auf der Tigerente. Und der wird wirklich richtig wild. Ganz wichtig für unsere Reiterinnen, ihr dürft euch wirklich nur mit einer Hand festhalten. Bitte. Und lehnt euch schön zurück und genießt es ein bisschen. Ihr habt auch eine ganz wichtige Aufgabe übrigens. Genau, nutzt unbedingt eure Notbremsen, lasst eure Reiterin nicht so zappeln. Wenn ihr auf den Buzzer haut, dann hält die Tigerente ganz kurz an. Und ihr da oben könnt euch kurz entspannen. Mehr müsst ihr nicht wissen, dann beginnt jetzt das große Finale in 3, 2, 1, go! Erstmal dran gewöhnen, Helene, alles ist gut, du machst das sehr gut. Anna, locker bleiben, locker bleiben. Zurücklehnen, genau. Super. 4 Notbremsen bei den Tigerenten, 3 bei den Fröschen. Machst du das gut. Du sollst schon drücken, sagt sie. Setz dich nochmal hin, gewöhn dich aber dran, okay? Lehn dich zurück, entspann dich ein bisschen, festhalten, machen sehr sich gut. Die Workouts mit Pamela Reif, boah, machen die sich bezahlt hier. Okay. Wir haben noch 3 Notbremsen, Carla, möchte nur darauf hinweisen. Halt dich. Okay, weiter. Na, ich flipp aus. Los. Halt dich. Oh mein Gott. Korrigiert. Wir haben noch zwei, Carla, wir müssen nicht zocken. Lehn dich zurück. Oh mein Gott, Carla, du machst das super, ich hab trotzdem bis rein. Lehn dich auf du. Du hast es geschafft, Hanna. Bravo. Und für Carla und Hannah gibt es heute den Goldpokal! Das war unser großes Finale, Tigerenten gegen Frösche. Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten, denn das war's für heute mit dem Tigerentenclub. Unser Thema war heute der wunderschöne Wald im Herbst mit Försterin Ann-Sophie. Ann-Sophie, warum sollten wir gerade jetzt alle einen schönen Spaziergang im Wald machen? Naja, jetzt ist er nochmal richtig schön bunt, bevor es im Winter dann ein bisschen grau wird. Und man könnte zum Beispiel jetzt ganz gut Kastanien sammeln, um noch Kastanienmännchen zu basteln. Genau. Also jede Menge los im Wald, macht das unbedingt mal. Und das Tolle ist, nächste Woche geht es bei uns im Tigerentenclub um das Thema Laub. Wir haben super Erfindermädels zu Gast, die machen aus Laub tatsächlich Papier. Also lohnt sich einzuschalten, bis nächsten Samstag. Und für euch gibt es ein kleines Dankeschön, und zwar diese Tigerente. Danke, Ann-Sophie. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Bis nächsten Samstag. Tschüss, Leute.